Heute beginnen wir mit einer Miniserie, einer dreiteiligen, zum Thema die drei Säulen des Qigong. Antwort auf die Frage, warum wirkt Qigong oder wie wirkt Qigong eigentlich genau? Und da gehen wir von drei Säulen aus und ich spare mir das Einführungsvideo, deswegen dann haben wir nicht vier, sondern tatsächlich nur drei Videos zu jeder Säule. Die erste ist die Körperhaltung, die zweite die Atmung, die dritte die Vorstellungskraft und heute im ersten Video, das auch zur Einführung dient, widmen wir uns der Körperhaltung als Säule der als Wirkkraft, die wir nutzen beim Qigong. Und dazu gibt es natürlich einiges zu sagen. Man kann auch sagen, okay, jeder weiß, was Körperhaltung ist. Aber zunächst muss, glaube ich, erstmal das Missverständnis beseitigt werden oder geklärt werden, dass Körperhaltung, das Wort, der Begriff, der drückt an sich eigentlich etwas Statisches aus, eine statische, fixe Haltung. Und mit Körperhaltung ist im Qigong auch statische Haltung gemeint, aber vor allen Dingen die Bewegungsform mit den langsamen, fließenden Bewegungen. Das heißt, wo Körperhaltungen ineinander übergehen und nicht die Körperhaltung, außer bei Stehen wie ein Baum als Ausnahme, nicht nur die Körperhaltungen wirken, sondern auch gerade die Reise von A nach B sozusagen, von einer Körperhaltung zur anderen, dass dadurch ein Wechselspiel und ein Effekt, eine Wirkung entsteht. Und das beim Qigong, bei Übungssystemen wie den fünf Übungen des Wudang Qigong, nichts dem Zufall überlassen wird. Das heißt, auch in anderen Qigong-Übungssystemen verhält es sich ähnlich. Wir bewegen uns nicht einfach irgendwie. Das heißt, beim Qigong macht man nicht einfach kreativen Improvisationstanz in Zeitlupe. Und es ist völlig egal, Hauptsache man bewegt sich langsam und wird irgendwie ruhig. Das verwechseln manche. Sondern jede Bewegung kommuniziert mit dem Körper. Jede Körperhaltung öffnet oder schließt oder bei jeder Körperhaltung wollen wir eine Wirkung, einen Effekt erzielen. Und bei jeder Übung ist es so, dass diese Effekte nicht nur für sich stehen, sondern auch alle miteinander in Verbindung sind. Das heißt, zum Beispiel bei der Naturübung, wenn du die noch nicht kennst, guck sie dir gern mal an. Hier auf YouTube gibt's die Naturübung 4K. Da findest du die Übung mal zum Anschauen. Da siehst du, da sind viele unterschiedliche Bewegungen in der Übung, die durchaus unterschiedliche Effekte haben. Und das ist, wenn wir Laien sind und uns so eine Übung anschauen, erstmal ein bisschen kryptisch, so wie ein Geheimcode oder dass man denkt, warum bewegt man sich jetzt so? Wofür ist das gut? Was passiert da genau? Und wenn man sich, und deswegen lohnt sich das, wenn du dich mit dem Thema Körperhaltung im Qigong auseinandersetzt, lohnt es sich sehr, sich mit der chinesischen Medizin, insbesondere dem Meridiansystem, auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn du die 12 Hauptmeridiane, die wir in der chinesischen Medizin haben, wenn du dir die mal anschaust auf einer Akupunkturpuppe oder einem Poster oder im Internet oder so und dann danach dir nochmal die Übung anschaust, dann verstehst du schon zu einem ganz großen Teil zum Beispiel, welche Meridiane durch welche Bewegungen angeregt, aktiviert werden, bewegt werden, geöffnet werden. Und dann versteht man schon mal so als ersten Schritt viel tiefer, warum die Bewegungsformen so sind, wie sie sind. Und das ist so ein erster Schritt, um das für sich selbst mal ein bisschen verständlicher zu machen. Denn es ist zwar schön, finde ich, wenn Meister XY sagt, diese Körperhaltung ist gut dafür, diese ist dafür. Und du musst irgendwie dran glauben oder erstmal einen Vertrauensvorschuss geben und es ausprobieren. Und vielleicht machst du auch die Erfahrung, dass das stimmt. Aber ich finde es auch schön, wenn man da mit eigenem Ansatz dieses Rätsel der Übungen lösen kann. Denn genau das ist es nämlich, dass diese Körperhaltungen, die sind tatsächlich ein bisschen wie ein Code oder wie ein Rätsel, das man, wenn man möchte, lösen kann. Das Schöne ist beim Qigong, du musst es nicht lösen. Wenn du keinen Bock hast, irgendwelche Rätsel raten, mach einfach die Übung, zum Beispiel die fünf Übungen des Wudang Qigong, wenn du sie noch nicht kennst. Ein Link zum 15-Tage-Gratiskurs, komplett fünf Übungen, habe ich dir unten in die Beschreibung reingepackt. Dann ist es so, dass wenn du da keinen Bock drauf hast, mach einfach die Übungen, die wirken. Aber wenn du jemand bist, der immer alles ganz genau wissen will, wie ich zum Beispiel, dann würde ich dir empfehlen, zum Beispiel dich ein bisschen mit chinesischer Medizin, gerade mit den Meridianen, auseinanderzusetzen, dir mal anzuschauen. Und dann gibt es einige Aha-Erlebnisse, dass man versteht, warum die Übungen so sind, wie sie sind. Gut, so viel zum Thema Körperhaltung. Das ist also sozusagen das Fundament, die verschiedenen Haltungen und Bewegungsformen in der Übung, die meistens aus langsamen, fließenden Bewegungen bestehen.
Wenn du noch weiter Bock hast, dann bleib dran bei dieser Serie, denn morgen im zweiten Teil, im nächsten Video, geht es weiter mit der Atmung. Bis dann. Ciao.